dieser Folge verlassen wir Dublin und besuchen die ersten beiden Destillerien in der Nähe, Cooley und die Great Northern Distillery, wo wir auf unerwartete Situationen treffen. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, wir verließen Dublin und nahmen die ersten knapp 90 Kilometer unserer Reise in Angriff, um eine Destillerie namens Cooley zu beehren. Leicht verschreckt von der Autokralle und trotz leichter Übermüdung stachen wir hochmotiviert in See. Das Wetter war besser als angekündigt, es war ein Samstagvormittag, was sollte jetzt noch schiefgehen? Das Besucherzentrum könnte am Samstag geschlossen haben. Egal. 1782 eröffnete ein gewisser Walter Teeling eine Craft-Brauerei in der Marrowbone Lane in Dublin. Das ist die gleiche Straße, in der John Stein seine Marrowbone Distillery führte. Und um das Ganze in Kontext zu setzen, das war nachdem die Bow Street Distillery bereits eröffnet war und bevor Mr. und Mrs. Jameson in Dublin ankamen. Nur 9 Jahre später übergab er die Geschäfte an seinen Sohn, der damals erst 22 Jahre alt war. Und der die Distillerie für einige Jahre erfolgreich führen sollte, bevor sie von der Marrowbone Distillery geschluckt wurde. Das mag jetzt nicht die beste Geschichte aller Zeiten sein, aber es gibt einen Teil 2. Ein paar Jahre später, 150 Jahre um genau zu sein, sollte ein Nachfahre von Walter Teeling 2 Arbeiten zum Thema der Fall des Irish Whiskey schreiben, während er an der Harvard University in Boston studierte. Und es sollte nicht lange dauern, bis dieser Kerl namens John Teeling seine Chance bekam, die Dinge richtig zu machen. In den 1980er Jahren war bereits absehbar, dass es die Irish Distillers Group mitsamt der 1972 hinzugekommenen Distillery Bushmills alleine nicht schaffen würde. Und es entbrannte eine Übernahmeschlacht, in der Dr. Teeling, der mit dem Sanieren von maroden Firmen ein Vermögen verdient hatte, mit beachtlichen Summen mitbot. Der Zuschlag ging allerdings an Pernod Ricard, aber aufgeben scheint für John Teeling keine Option zu sein. Also kaufte er mit einigen Partnern die staatliche Destillerie in Riverstown, in der aus Kartoffeln Alkohol gewonnen wurde, erwarb gebrauchte Potstills und eine Mashtun und benannte die Brennerei in Cooley um. Mit im Kauf waren einige der traditionellsten Markennamen der irischen Whisky-Geschichte. Was noch fehlte, war genug Platz zur Lagerung und Reifung. Also wurde Locke's Distillery in Kilbeggan gekauft, wo auch nur das Lager genutzt wurde. Der Rest der Distille war bereits ein Museum, doch dazu später. Kaum war der erste Whisky 3 Jahre alt, wurde er auch schon abgefüllt. Das Unternehmen brauchte Geld. Und nachdem unter dem Dach von Cooley sozusagen 2 Destillerien lebten, eine Grain- und eine Malt-Destillerie, wurden auch gleich mehrere Sorten Whisky abgefüllt, Tyrconnell und Kilbeggan. Nachdem der französische Riese Pernod Ricard die Irish Distillers Gruppe geschluckt hatte und sogar Bushmills an Diageo verkauft war, war Cooley Distillery für eine ganze Weile der einzige unabhängige irische Whiskybrenner im ganzen Lande. Einem Verkauf an die Irish Distillers Group konnte vom Kartellamt ein Riegel vorgeschoben werden, aber 2012 war es dann vorbei mit der Unabhängigkeit und sie wurden von Beam Suntory geschluckt. Es gibt ein Happy End zu der ganzen Geschichte, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Bevor wir die fast 200 Kilometer zu unserem Nachtquartier ganz im Norden in Angriff nahmen, wollten wir noch bei der nahegelegenen Great Northern Distillery in Dundalk vorbeischauen. Auch wenn sich unsere Erwartungshaltung bezüglich der Besuchsmöglichkeiten an einem Samstag asymptotisch der Nullachse näherten.
tatsächlich. Die Great Northern Brewery war eigentlich seit jeher eine Bierbrauerei. Viele Jahre im Besitz von Diageo und die zweitgrößte Bierbrauerei in ganz Irland. Als in den 1960ern der Markt dann nach Lagerbier schrie, wurde von Stout und Ale mit Hilfe vom deutschen Meisterbrauer Dr. Hermann Münder auf das beliebte Harp Lagerbier umgerüstet und modernisiert. Wie kann man nur? 2008 verkündete Diageo allerdings die Produktion einzustellen und nach Dublin oder St. James Gate zu verlagern. Kleines Wortspiel. Und 2013 wurden die Hallen endgültig geschlossen. John Teeling, dem wir noch mehrfach begegnen werden, kaufte 2014 das Anwesen auf und gab der Welt 2015 bekannt, dass er dort erfolgreich die ersten Destillate hergestellt habe. Mit einer jährlichen Kapazität von 5 Millionen Litern auf den Pot Stills und dem Doppelten auf den Column Stills stieg die Great Northern Distillery zum zweitgrößten irischen Whisky-Produzenten auf und ist mit der Middleton Distillery und Cooley's der dritte Anbieter für Grain Whisky auf der Grünen Insel. Sie beliefern hauptsächlich Brennereien, die nur auf Pot Stills produzieren. Nachdem es also weiter nichts zu sehen gab, machten wir uns auf den 260 Kilometer langen Weg nach Port Rush ganz in den Norden. Wir sollten unter anderem die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland passieren, die allerdings nicht weiters auffällt und nebenbei erwähnt auch bei Irish Whiskey keine Rolle spielt. Der heißt immer Irish Whiskey, egal woher er stammt. Das ganze aktuelle Brexit-Theater hätte signifikante Auswirkungen auf die Whisky-Industrie Irlands, da eine harte Grenze massive Verzögerungen im Warentransport nach sich ziehen würde. Und angefangen vom Getreide und Malz bis hin zu allen drei Varianten des Irish Whisky findet intensiver Güterverkehr kreuz und quer durch Irland statt. Wir jedenfalls genossen die freie Fahrt durch die ausgesprochen schöne Landschaft der Grünen Insel. Tja, da wären wir, im Port Rush Townhouse. Wir sind ungefähr 260 Kilometer gefahren, nach Norden, sind jetzt irgendwo zwischen Bushmills und dem Giant's Causeway, den Giant's Causeway machen wir morgen in der Früh, und ab Mittag hat dann Bushmills geöffnet, dann schauen wir uns die Destillerie an, aber zuallererst brauchen wir jetzt ein Pub und einen Whisky oder drei und was zu essen.
und noch einen Whisky, um die gestrige Nacht zu vergessen. Let's do that thing! In der nächsten Folge fahren wir trotz Sturm und Regen an den unglaublichen Giant's Causeway und besichtigen anschließend Bushmills, die älteste legale Brennerei der Welt. Damit unser Kanal weiter wachsen kann, brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch für Whisky interessiert und kannst uns weiterempfehlen. Schau doch mal unter der Rubrik Playlists unsere Reise nach Eila an oder noch besser die Playlist Vlogs auf Deutsch. Jeder Klick und jede Minute Spielzeit helfen, auch freuen wir uns über jeden Kommentar. Bitte nutze auch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und gib uns einen auf die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn sich was tut. Das kostet nichts außer einer Anmeldung. Danke.